Ja, das wohl größte Problem von Gitarristinnen und Gitarristen ist das fehlende Rhythmusgefühl. Es gibt so viele Gitarristen, die die schnellsten Sachen spielen und technisch einwandfrei sind, aber einfach überhaupt keinen Groove haben und nicht tight spielen. Um dein Rhythmusgefühl jetzt etwas aufzupeppen, haben wir dir hier mal ein paar Übungen vorbereitet und die schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Ja, wir haben dir hier jetzt mal 10 verschiedene Rhythmen vorbereitet. Das Ganze haben wir jetzt hier in einer Schlagzeugnotation aufgeschrieben. Das heißt, wir haben einfach nur eine Note. Die Notenhöhe ist jetzt hier überhaupt nicht entscheidend. Es geht hier wirklich nur um den Rhythmus. Und zwar haben wir hier in der ersten Übung erstmal nur Viertelnoten. Und wir ziehen das Ganze hier auch einfach nur in Achtelnoten oder im Achtelrhythmus auf. Das reicht zu Beginn auf jeden Fall erstmal. Und ja, wir haben jetzt hier einen Drumbeat, den wir gleich einfach mal laufen lassen. Und da müssen wir uns erst ein bisschen reinfühlen, um die Achtelnoten zu spüren. Und dann starten wir erstmal mit Rhythmus Nummer 1 und spielen erstmal die Viertel durch. Und wir hören uns jetzt mal den Drumbeat an. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Das ist jetzt unser Tempo. Und mit der Schlaghand machen wir jetzt dauerhaft diese Achtelbewegung. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und das müssen wir jetzt hier bei jeder Rhythmusübung so strikt durchziehen. Ich spiele jetzt mal die erste Übung. 4, 1, 2, 3, 4. Also hier auf jede Viertel ein Downstroke. Das wäre Übung Nummer 1. Okay, gehen wir weiter zu Rhythmus Nummer 2. Hier spielen wir auf jede Unzählzeit. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Also auf jeden Upstroke. Und hier müssen wir auch darauf achten, dass wir die Noten relativ kurz halten. 2, 3, 4, 1. 1 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und so weiter. Also hier solltest du darauf achten, dass du die Noten dann auch rechtzeitig abdämpfst wieder. Hier auch mit der Greifhand, also den Akkord lösen. Und ja, das Ganze machen wir hier, wie du merkst, natürlich mit einem A-Power-Chord. Du kannst das aber auch auf jeden anderen Akkord übertragen. Okay, schauen wir uns mal Rhythmusübung Nummer 3 an. Hier haben wir jetzt 2 Viertel. 1, 2, 3 und 4 und. Also auf die 1, auf die 2, auf die 3 und auf die 4 und. 1, 2, 3 und 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 4 und. Genau, und hier wieder darauf achten, dass die Schlaghand durchgängig diese Schwungbewegung macht. Schauen wir uns jetzt mal Rhythmus 4 an. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also 1 und, 2 und, dann die 3 und die 4. Und im Takt danach wieder auf die 1 und auf die 2 und auf die 3. Und die vierte Zählzeit, die ist da dann stumm. Also da haben wir eine Pause. Okay, kommen wir zum fünften Rhythmus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4. Und nochmal, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4, 1 und 1, 2, 3, 4. Okay, weiter geht's mit dem sechsten Rhythmus. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
also hier ganz wichtig, mit der Hand die Achtelbewegung machen. Die erste Achtel wird mit einem Downstroke gespielt und die zweite mit einem Upstroke. Okay, machen wir weiter mit Rhythmus Nummer 7. 1, 2, 3, 4. Nochmal 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und dabei nicht schneller werden, also schön gelassen auf dem Tempo bleiben. Okay, weiter geht's mit Rhythmus Nummer 8. Wir haben jetzt ein paar mehr Pausen. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und nochmal. Pause. 4 und 2 und 4 und 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Weiter geht's mit Rhythmus Nummer 9. Hier haben wir jetzt noch ein paar Bindebögen mit dabei. Das heißt, wir halten die Töne noch etwas länger. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, weiter geht's mit der letzten Übung, Rhythmus Nummer 10. Hier haben wir weitere Bindebögen und das klingt folgendermaßen. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nochmal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, wir hoffen, dass dir das Video gefallen hat und wir würden uns sehr freuen, wenn du die Übungen mit in deinen Übeplan integrieren würdest. Du kannst auch deine eigenen Rhythmen schreiben und diese auf verschiedene Akkorde oder auch Skalen übertragen. Die Band AC/DC ist wohl die tighteste Rockband überhaupt und wenn du Riffs und Licks im Stil von AC/DC lernen möchtest und den Stil so ein bisschen studieren möchtest, dann würden wir dir unseren AC/DC Mastery-Kurs empfehlen. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Check das mal aus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.